Den Betreff gibt es seit Juni 2018. Daher feiern wir auch am 15. Juni 2021 das dreijährige Bestehen dieser Einrichtung. Damit feiern wir letztendlich auch die Etablierung einer Einrichtung, die es Menschen, die Alkohol und Drogen konsumieren, erlaubt, innerhalb der Räumlichkeiten Alkohol zu konsumieren, den sie selbst mitbringen. Das ist sozusagen auch das Bahnbrechende an dieser Einrichtung und sind auch die Dinge, die im Vorfeld heiß diskutiert wurden. Vom ersten Tag an ist die Einrichtung super angenommen worden und meine Motivation war einfach so, die Herausforderung anzunehmen, also die Lebenswelten, die doch sehr verschieden sind, so einander näher zu bringen. Jetzt ist es schon was Besonderes, hier direkt vor Ort zu sein und die Drogenszene als solches zu begleiten, aber auch jeden Einzelnen. Wenn wir hier konkret verhindern, dass jemand stirbt, was auch schon passiert ist, dann ist das was, wo ich mir denke, ja, Gott sei Dank waren wir da. Ich bin der Matthias, ich bin 32 Jahre alt. Da ich ja heroinabhängig bin, brauche ich immer neue Spritzen und hier wird eben auch angeboten, dass man hier sein altes Material abgeben kann und neues bekommt dafür. Wir hatten hier eine durchschnittliche Besucherzahl von 90 Personen am Tag. Und das heißt, 90 Personen, die hier drin sind, sind schon mal nicht draußen. Das heißt, das ganze Umfeld ist einfach ruhiger geworden. Und die Menschen stabilisieren sich hier auch dadurch, dass sie einfach die Möglichkeit haben, sich aufzuhalten, was zu essen, was zu trinken, aber auch einfach beraten werden, weitervermittelt werden. Das sind halt einfach Menschen, die vielleicht ein Problem haben oder die aber auch einfach nur nicht allein sein wollen. Also hier drin wird behandelt wie ein Mensch. Die unterstützen dich wirklich viel, wenn man es halt will. Die ganze Grundhaltung, die sich im Betreff ausbringt, nämlich die Zuwendung zu den Menschen, auch Menschen, die Hilfe brauchen, die ist richtig. Da braucht es viel Gespräche, auch in der Anwohnerschaft, in der Bevölkerung. Aber was hier entstanden ist, ist gut und ist richtig. Wir sind heilfroh, dass wir einen Betreff haben, aber man muss beide Seiten immer im Blick haben. Ja. Und was für mich noch ganz wichtig ist, dass endlich der Betreff wieder komplett aufmachen darf, ja, ohne Beschränkung, weil das ist das, was die Leute ganz, ganz dringend brauchen. Die Einrichtung ist ja hier zu der Szene gekommen und nicht die Szene zu der Einrichtung. Bei gewissen Krisensituationen macht auch uns das als Polizei die Arbeit leichter. Man sieht das vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund, die Leute engagieren sich hier. Das in Verbindung mit dem Betreff führt einfach zu einer besseren Situation. Die Leute vom Betreff sorgen dafür, dass die Szene hier nicht gänzlich den Kontakt verliert. Wenn wir hier am Platz große Veranstaltungen machen, verhält sich die Szene auch anders. Ich wünsche dem Betreff weiterhin alles Gute und dass er vielleicht mal unbefristet hier sein kann. Ich wünsche dem Betreff zum dritten Geburtstag, dass er seine Arbeit überhaupt wieder gut machen kann. Die Corona-Pandemie hat auch hier vieles zurückgedrängt, aber das ist jetzt, glaube ich, wieder besser möglich. Ich wünsche mir, dass das hier weitergeht und dass wir die Lebenswelten näher zueinander bringen. Dass man dieses Betreuungsangebot für unseren Betreff hier auf mehr als 4 oder 5 Stunden ausdehnen könnte. Und auch fürs Wochenende. Mein Wunsch wäre, dass das weiterhin besteht, dass das Personal weiterhin so erfolgreich arbeitet und dass die Szene weiterhin den Anlaufpunkt hat. Ich würde vergrößern. Der Bedarf ist da. Es wird uns auch aus der Nachbarschaft zurückgespiegelt, dass es dieses Angebot vor Ort braucht. Dass es sogar so ist, dass Menschen sagen, sie können sich einen Helmut-Haller-Platz ohne den Betreff nicht mehr vorstellen. Für die Einrichtung würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es weitergeht, dass es bestehen bleibt. Für die Menschen würde ich mir auch wünschen, dass es uns weitergibt.